Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Schließlich wachte ich eines Morgens in Straubing auf, in einem Menschengewirr von Flüchtlingen, in einer bayerischen kleinen Stadt, damals kleiner als heute. Ich noch immer in einem schwindelnden Glücksgefühl, das sich nicht deckt mit den Erfahrungen der Deutschen. Die meinten, sie hätten alles verloren, während wir hofften, alles gewonnen zu haben. Zum Beispiel das Leben. Ein Tiefpunkt für die anderen Flüchtlinge, für mich Höhepunkt der Euphorie, diese Ankunft in Straubing. Freie Menschen, die sich beim Empfang über dieses und jenes beschwerten, unvorstellbar bei den Massentransporten, die wir bisher erlebt hatten. Lakonisch, trocken, nüchtern beschreibt Ruth Klüger in Weiterleben einer Jugend ihre Kindheit in deutschen Konzentrationslagern. Der Titel ist nicht tröstlich gemeint, will keine falsche Versöhnung stiften. Wer nicht im KZ stirbt, lebt weiter, mehr nicht. Das Buch handelt weitgehend davon, wie schwer es ist, diese Erfahrung einzubringen in einen sogenannten normalen gesellschaftlichen Bereich. Das heißt also, dass dieses Buch mich irgendwie aus der, sagen wir mal, Sprachlosigkeit herausgebracht hat. Das ist nicht dasselbe wie eine Versöhnung mit den Umständen, die laufen weiter, die Vergangenheit lässt sich schwer ändern. Aber ich habe etwas gesagt, und das mir auf dem Herzen lag, und das ist eine gewisse Erleichterung. Darum habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie nicht mit der Sache selbst fertig geworden, man lebt ja mit dem, was man ist, aber mit dem Bedürfnis, darüber zu sprechen. Als 12-Jährige kam das Wiener Mädel mit ihrer Mutter nach Theresienstadt, von dort nach Auschwitz und nach Christianstadt. Kurz vor Kriegsende floh sie mit ihrer Mutter und deren Pflegetochter Dieter auf einem der Todesmärsche und landete in Straubing. Der erste Schritt in die Freiheit. Doch erst ein halbes Jahrhundert später, mit 61, legte Ruth Klüger 1992 in ihren Lebenserinnerungen Zeugnis darüber ab. Weiterleben wurde zu einer literarischen Sensation. Marcel Reich-Ranitzky: Das Buch schildert diese Zeit. Und ich habe dieses Buch gelesen mit Interesse und mit wachsendem Interesse. Und plötzlich habe ich gesehen, endlich ein Buch. Ich interessiere mich gar nicht für das Thema des Buches, sondern ich sehe hier ein Stück Literatur. Hier ist, was die Frau als Kind erlebt hat, geschildert mit einer ungewöhnlichen Sprache, ein literarisch außerordentliches Buch. Ich bin der Ansicht, dass es zum Besten gehört, was in diesen letzten 2, 3, 4 Jahren in deutscher Sprache erschienen ist. Marcel Reich-Ranitzky, Helmut Karasek und Sigrid Löffler feierten Ruth Klügers Autobiografie im literarischen Quartett hymnisch. Sie machten die in Kalifornien lebende Germanistin über Nacht in Deutschland berühmt. Ich glaube, das ist das Besondere. Einerseits, dass sie so jung war, als sie in Auschwitz war. Sie war 12, als sie nach Theresienstadt kam. Und sie ist eine der letzten, die darüber geschrieben hat. Sie war ja schon über 60, als sie darüber geschrieben hat. Später als alle anderen. 250.000 Mal hat sich das Buch inzwischen verkauft. Es ist heute Schullektüre geworden. Einer der kanonischen Texte der Holocaust-Literatur, meint Sigrid Löffler. Wenn man so schreiben kann, wie Ruth Klüger schreibt, dann ist über Auschwitz auch heute noch nicht alles gesagt. Sie schreibt sehr lakonisch, ohne Pathos, mit unbedingter Aufrichtigkeit, mit Genauigkeit, mit Schonungslosigkeit, aber auch Schonungslosigkeit gegen sich selbst. Sie reflektiert immer mit, was Auschwitz mit ihr und ihrem Leben und ihrem Seelenleben angestellt hat. Ich benutzte Deutsch strikt nur als akademisches Anliegen, nicht als Recycling der eigenen Vergangenheit. Bis ich in den 70er Jahren eine Vorlesungsreihe über Holocaust-Literatur hielt und meine Studenten von mir wissen wollten, was ich selber erlebt habe. Erst wehrte ich ab, meinte, ich hätte nichts zum Thema zu sagen, was nicht schon viel besser erzählt und gesagt worden wäre. Aber dann merkte ich, die Zeit ist ein Faktor. 40 Jahre sind eine gute Zeit, auch biblisch. Siehe Moses und das Volk in der Wüste. Da habe ich zu schreiben begonnen.
Ich war auf 2 Jahre dienstlich in Deutschland mit einer Gruppe Austauschstudenten. Es war mir plötzlich sehr wichtig, mit Deutschen ins Gespräch zu kommen. Dieses Buch ist für Deutsche geschrieben. Meine eigenen Kinder können es nicht lesen, weil die kein Deutsch verstehen. Und es ging mir darum, etwas in Gang zu bringen, das mir gefehlt hat. Primo Levi hat im Nachwort zu seinem berühmten und sehr wichtigen Buch, Auschwitz-Buch, Was ist ein Mensch, geschrieben, dass ihm nicht so wichtig sei, als mit Deutschen ins Gespräch zu kommen. Dass er verstehen wollte, was mit den Deutschen eigentlich gewesen war und dass umgekehrt die Deutschen etwas über ihn wahrnehmen sollten. Das sagte Ruth Klüger 1994 im Bayerischen Rundfunk. Doch ihre Annäherung an Deutschland geschah ganz behutsam. Zeit ist ein Faktor. Denn unmittelbar nach dem Krieg kam für Ruth Klüger und ihre Mutter ein Leben in Deutschland nicht in Frage. Mit einer gewissen Generation habe ich Schwierigkeiten. Da frage ich mich immer, was habt ihr damals gemacht? Insofern, als es klar war, dass es da die alten Nazis gab, hatte ich nicht die geringste Absicht, niemals hier zu bleiben. Das war überhaupt nicht mit drin. Es war eine Frage, ob man nach Amerika auswandert oder nach Palästina. Und in Palästina saßen die Engländer und wollten einen nicht reinlassen. Der Staat Israel war noch nicht gegründet. So wanderten Ruth Klüger und ihre Mutter 1948 nach New York aus. Mit im Gepäck trug die 16-jährige Ruth ein Notabitur, das sie in Straubing gemacht hatte. Vor ihrer Ausreise studierte sie an der Theologischen Hochschule von Regensburg ein paar Semester Philosophie und lernte dort den Kommilitonen Martin Walser kennen, den Klüger in ihrem Buch Christoph nennt. Walser sollte für sie ein lebenslanger Kontakt zu Deutschland bleiben. Doch von Anfang an war diese Freundschaft alles andere als einfach. Was mir am meisten imponierte und mich gleichzeitig irritierte, war, dass der seine Identität hatte. Der war beheimatet in Deutschland, verwurzelt in einer bestimmten Landschaft und wurde für mich der Inbegriff des Deutschen. Aus Weiterleben. Wenn jemand so lange fort war, dass die meisten, die jetzt hier leben, ihn oder sie nicht kennen können, dann muss einer die Begrüßung übernehmen, der zurückreicht in die Zeit der Ausreise, des oder der Zurückkehrenden. Nicht genauere Geeignetheit gibt den Ausschlag, sondern die Jahreszahl bzw. das Alter. Ich habe die, die jetzt zurückkehrt, getroffen, so zufällig, wie man immer jemanden trifft. Die Bekanntschaft hat sich aber gehalten. Jetzt, nach über 40 Jahren, kehrt Ruth Klüger mit einem Buch zurück. Sie war fort in der englischen Sprache in Amerika. Jetzt hat sie ihre Geschichte in deutscher Sprache geschrieben, in der Wiener Version der deutschen Sprache. Ruth Klüger zur Begrüßung, nannte Walser 1992 im Bayerischen Rundfunk seine Hommage an die langjährige Freundin. Walser war der erste deutsche Leser von Klügers Autobiografie Weiterleben und war so begeistert, dass er das Buch den Kollegen vom Literarischen Quartett empfahl. Inzwischen ist die Freundschaft zwischen Walser und Klüger in die Brüche gegangen, denn die Literaturwissenschaftlerin warf ihm 2002 vor, dass er in seinem Buch »Der Tod eines Kritikers« ein antisemitisches Zerrbild eines jüdischen Kritikers, Marcel Reich-Ranitzkis, abgegeben habe. Das ist ein antisemitischer Text. Ich habe eine Rezension geschrieben und die hat ihn offensichtlich gekränkt. Und seither sind wir nicht mehr in Verbindung. Aber ich meine, ich halte mich für die gekränktere. Denn ein antisemitischer Text geht mich direkt an. Das ist nicht einfach ein Text über einen Kritiker, den er nicht leiden kann. Natürlich hält mich Martin für undankbar. Das bin ich auch. Aber es gibt zwingendere Verpflichtungen als die Dankbarkeit für persönliche Gefälligkeiten. Es ist leichter, sich vorzumachen, dass ich mich mit meiner Meinung über sein Buch bei dem verunglimpften Kritiker einschleimen wollte, als einzusehen, wie sehr die Bosheiten darin einer Jüdin in die Knochen fahren. Aus »Unterwegs verloren«. Wehmut über eine zerbrochene Freundschaft spricht aus diesen Zeilen des zweiten Bands ihrer Memoiren
unterwegs verloren. Aber auch eine Treue, eine Verpflichtung gegenüber denen, die den Holocaust überlebt haben. Und noch mehr gegenüber denen, die ihn nicht überlebt haben, so wie Klügers Vater und ihr Halbbruder Schorschi. Walser hatte in seiner Hommage an Ruth Klüger selbst ihre Genauigkeit, ihre Schonungslosigkeit gelobt. Nun wendeten sich diese Mittel gegen ihn selbst. Ruth Klüger ist keine Frau der Kompromisse. Mit dieser Tätowierung stellte sich bei mir eine neue Wachheit ein, nämlich so: Das Außerordentliche, ja Ungeheuerliche meiner Situation kam mir so heftig ins Bewusstsein, dass ich eine Art Freude empfand. Ich erlebte etwas, wovon Zeugnis abzulegen sich lohnen würde. Vielleicht würde ich ein Buch schreiben mit einem Titel wie 100 Tage im KZ. Derartige Titel hat es nach dem Krieg tatsächlich gegeben. Niemand würde abstreiten können, dass ich zu den Verfolgten zählte, denen man Achtung entgegenbringen musste, was man mit den einfach Vernachlässigten, den Beiseitegeschobenen nicht tat, wegen der Vielfalt ihrer Erlebnisse. Aus Weiterleben. Als sichtbares Zeichen ihrer Zeit in Auschwitz trug Ruth Klüger bis ins Alter ihre Tätowierung am Arm. Erst mit über 60 ließ sie sie entfernen. A 3537. Ich erwähne sie übrigens auch in Weiterleben, in dem ersten Buch, und da sage ich, die behalte ich, die brauche ich, das ist meine Verbundenheit zu den Toten. Eins, was passiert ist, ist, dass ich Weiterleben geschrieben hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich habe schon getan, was ich meiner Familie schuldig war, was ich der Vergangenheit schuldig war. Ich habe die Vergangenheit nicht einfach abgelehnt und vergessen und verdrängt und verschüttet, sondern ich habe Zeugnis abgelegt. Das ist so ein Ausdruck, den die Überlebenden oft und richtig, glaube ich, verwenden. Und jetzt muss ich nicht mehr noch ein sichtbares Zeichen mit mir herumtragen, um klarzumachen, dass ich ein Mensch bin, der sich erinnert. Erinnerung und Trauma, zwei Seiten einer Medaille. Die Nummer war unbequem für sie selbst, aber auch für die anderen. Denn die Nummer konfrontierte Menschen in ihrer Umgebung damit, dass die Mutter, Ehefrau oder Kollegin in Auschwitz war. Es war den Leuten sehr unbequem, das zu sehen. Ein Teil davon ist wahrscheinlich auch Schuldgefühl derer, die es besser gehabt haben und die das Gefühl haben, sie sollen den Leiden, sagen wir mal, der anderen nicht ausgesetzt werden. Also irgendwie das Gefühl, dass man ihnen etwas aufzwingt, aufdrängt. Im zweiten Band ihrer Memoiren »Unterwegs verloren« schildert die Autorin demütigende und aggressive Reaktionen auf ihre Tätowierung, gerade aus dem Umfeld akademischer, ja sogar jüdischer Kollegen. Ruth Klüger hatte es geschafft, in einer männlichen Domäne Karriere zu machen. Sie wurde zur Professorin für deutsche Literatur an die amerikanische Elite-Universität Princeton berufen. Doch ein Ambiente aus Neid, Überheblichkeit und Diskriminierung machte ihr dort das Leben schwer. Ein Bekannter, ein Jude in Cleveland, verlobt mit einer Deutschen, sagt mir ins Gesicht: Ich weiß, was ihr getan habt, um euch am Leben zu erhalten. Ich wusste es nicht, aber ich wusste, was er meinte. Er meinte, ihr seid über Leichen gegangen. Hätte ich antworten sollen, ich war damals erst 12? Das hieße ja, die anderen waren übel, ich aber nicht. Oder sagt man, ich bin von Haus aus ein guter Mensch. Auch das im Gegensatz zu den anderen. Oder sagt man, wie kommst du dazu, und macht Krach. Ich habe gar nichts gesagt. Ich bin nach Hause gegangen und war deprimiert. Der zweite Band ihrer Autobiografie »Unterwegs verloren« schildert tatsächlich eine ganz beklemmende Abfolge von Kränkungen, die ihr in Amerika widerfahren sind, vor allem in der akademischen Welt, bezeichnenderweise auch von jüdischen Professoren. Diese amerikanische Professorenschaft, die war ja eher ein Herrenclub, sie war ja da sozusagen die Quotenfrau darin. Dieser Herrenclub hat sie doch wiederholt brüskiert und auch nur widerwillig in seinen Reihen zugelassen. Ruth Klüger hat einen weiblichen Blick auf den Holocaust. Die Erfahrungen eines 12-jährigen Mädchens unterscheiden sich stark von denen männlicher Überlebender wie Primo Levi oder Jorge Semprún. In ihrem zweiten Band »Unterwegs verloren« analysiert die Literaturwissenschaftlerin aber auch,
wie ihre Auschwitz-Erfahrung ihr späteres Leben geprägt hat. In der Tat verschränkt sich hier die feministische Perspektive immer wieder mit der Sicht des weiblichen Holocaust-Opfers. Auch das geht irgendwie auf die Anfänge zurück, denn die Menschen, auf die ich mich verlassen konnte in meiner Kindheit, waren Frauen und es waren Gefangene, nicht? Das waren die Frauen, mit denen ich im KZ war. Und von denen habe ich nichts Böses erfahren. Und das, was uns unterdrückt hat, war im Grunde eine Männerwelt. Ich glaube, das hat sich bei mir festgesetzt und hat sich weiterentwickelt als ein permanenter Vertrauensbruch und eine Tendenz, Frauen mehr zu trauen als Männern. Ihre Schlussfolgerungen daraus stießen so manchen Leser vor den Kopf. Der Faschismus ist für sie die Ausgeburt einer perversen männlichen Kultur, in der Frauen nur Nebenrollen besetzen. Wir wurden von uniformierten deutschen Frauen empfangen, die uns in einem normalen, wenn auch etwas zackigen Ton ansprachen und die Erwachsenen siezten. Über die Grausamkeit der Aufseherinnen wird viel geredet und wenig geforscht. Nicht, dass man sie in Schutz nehmen soll, aber sie werden überschätzt. Sie kamen aus kleinen Verhältnissen und man steckte sie in Uniformen. Denn irgendwas mussten sie ja tragen und natürlich nicht zivil für diesen Dienst in Arbeitslager und KZ. Ich glaube, aufgrund dessen, was ich gelesen, gehört und selbst erfahren habe, dass sie im Durchschnitt weniger brutal waren als die Männer. Und wenn man sie heute in gleichem Maße wie Männer verurteilt, so dient ein solches Alibi für die eigentlich Verantwortlichen. Es geht ihr um die Furchtlosigkeit, die Direktheit der Auseinandersetzung. Es geht ihr nicht um Sentimentalität, dass man sozusagen gegen Ende seines Lebens jetzt hier noch einmal die Beschwichtigung sucht. Das ist garantiert nicht ihr Anliegen. Ich habe mehr und mehr dem alten Herrn Dr. Freud recht gegeben, dass die Kindheit sehr tief in uns steckt und mit dem Älterwerden nicht verschwindet. Die Kindheit lebt ganz fest, in jedem Menschen weiter. Es ist dann nur eine Frage, was man damit anfängt und dass man es sich klar machen muss. Knapp vor der Unerträglichkeit wurden die Türen aufgeschoben. Dann ging es ganz schnell. Der Wagen war im Nu geleert. Meine Mutter packte gerade noch das Bündel, auf dem sie saß. Sie hat sich immer an irgendwelche Gegenstände geklammert, wie ich an Worte. Nach vorne gerissen, von hinten gestoßen, fiel ich aus dem Waggon, denn man musste springen. Zum Aussteigen sind solche Wagen zu hoch. Ich richtete mich auf, wollte weinen oder doch greinen, aber die Tränen versiegten vor der Unheimlichkeit des Ortes. Es kommen Dinge vor, die anderen Leuten natürlich nicht vorkommen. Ich sehe meine Schwiegertochter mit ihren kleinen Kindern und ich denke plötzlich, mein Gott, jemand kann kommen und ihr diese Kinder wegnehmen. Das denkt kein normaler Mensch, der einen normalen Hintergrund hat. Und sie selber denkt sicher nicht, jemand kann kommen und mir mein Baby wegnehmen. Aber ich mit meinem Hintergrund, ich denke das und habe Angst. Auf dieser Rampe falle ich immer noch. Aus einer Narkose erwachend falle ich, erleichtert und entsetzt zugleich, aus der aufgerissenen Tür des bislang versiegelten Wagens auf diese seither berühmt gewordene Rampe, damals noch unberühmt, Sackgasse im Amoklauf einer besessenen Kultur. Unvergessener Augenblick, verhärtet und verknöchert in ein Lebensgefühl. Vom Regen in die Traufe, vom Viehwaggon auf die Rampe, vom Transport ins Lager, aus einem geschlossenen Raum in die verpestete Luft. Fallen. Aus Weiterleben. Gespenster der Vergangenheit nennt Klüger jene Kindheitserinnerungen, die sie immer wieder heimsuchen. Gespenster, die das ohnehin schwierige Verhältnis zur Mutter belasteten. Gespenster, die als Schuldgefühle wiederkehrten. Gespenster, die Ruth Klüger in Form von Depressionen quälten. In der klaffenden Wunde Wien fällt alles zusammen, was Ruth Klüger ein Leben lang quälte. Wien, Ursprung der Psychoanalyse. Wien, Stadt einer grausamen Erfahrung als Ausgestoßene, als jüdisches Kind. Aber auch Wien, das einmal so etwas Ähnliches wie Heimat war.
Ich komme heute in diese Stadt und finde, dass ich noch immer dieselben Gefühle habe. Dieses Gefühl der Beengung, des Ausgeschlossenseins, des nicht ganz Dazugehörens, obwohl man genau weiß, dass man dazugehört, denn das ist die eigene Sprache. Und man kennt sich auch ein bisschen aus und immer wieder sieht man Kleinigkeiten, wie sagen wir, eine Verzierung an einer Türe, die man einmal gesehen hat. Und das ist dann so ein Déjà-vu-Erlebnis. Sie hat die ersten 11 Jahre ihres Lebens in Wien verbracht. Sie ist Wienerin und sie hat als Kind erleben müssen, wie ekelhaft ihre Landsleute waren, wie sehr sie ihre Kindheit verdorben haben, wie sehr sie sie mit Verboten umstellt haben. Sie durfte nicht in den Park gehen, sie wurde aus der Schule geschmissen. Sie hat eigentlich nur Zurücksetzungen, Diskriminierungen und Verfolgungen in Wien erfahren. Trotzdem sagt sie, ich komme nicht von Auschwitz her, ich stamme aus Wien. Sie will also als Person nicht durch Auschwitz definiert werden. Was alle älteren Kinder in der Verwandtschaft und Bekanntschaft gelernt und getan hatten, als sie in meinem Alter waren, konnte ich nicht lernen und tun. So im Diana-Bad schwimmen, mit Freundinnen ins Urania-Kino gehen oder Schlittschuh laufen. Sprechen und lesen kann ich von Wien her, sonst wenig. An judenfeindlichen Schildern habe ich die ersten Lesekenntnisse und die ersten Überlegenheitsgefühle geübt. Aus Weiterleben. Die lebenslange Brücke zu Wien, aber auch zu Auschwitz, blieb ihre Mutter. Das Verhältnis war bis zu ihrem Tod gespannt. Ihre Mutter war der einzige Mensch, mit dem Klüger ihre Erfahrungen teilte. Der einzige Mensch, der in Amerika so sprach wie sie. Ihre Söhne hatte die Germanistin als Amerikaner erzogen. Ihr Mann, von dem sie sich früh scheiden ließ, war Amerikaner. Sie selbst pflegte einen amerikanischen Lebensstil. Doch trotz alledem schwingt bei der amerikanischen Exilantin eine Seite im Wiener Ton weiter. Wien lässt sie nicht los. Ein ziemlich todernster deutscher Freund von mir geht in einen Antiquitätenladen und findet dort eine Büste von Hitler und sagt empört, bei uns dürfte man das nicht verkaufen. Und der Verkäufer sagt, naja, wir haben den Hitler halt historisiert. Und er findet das entsetzlich und erzählt mir das. Und ich finde es eigentlich amüsant. Und ich finde, ja, so kann man eigentlich auch damit umgehen. Aber es ist ein zwielichtiger und für mich ironisches Amüsement, das ich dabei empfinde. Und das macht mich eigentlich in dem Moment wieder zur Wienerin. Das ist etwas, was Österreicher verstehen und Deutsche weniger. Wo immer ich in Wien hingehe, berühre ich eine wunde Stelle. Darum schauen mich die Leute oft schief oder, wie man hier sagt, schier an. Wiens Wunde, die ich bin, und meine Wunde, die Wien ist, sind unheilbar. Läppisch gerät jeder Versuch, Versöhnung anzustreben. Nur eitern und den ganzen Körper infizieren müssen und sollen solche Wunden nicht. Das kann durch Nachdenken und Reden verhindert werden. Das wäre doch schon was. Und zwar gar nicht wenig.